Don't need someone bad like you, sticking to my heart like a tattoo. Don't need someone bad like you, sticking to my heart like a tattoo. Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr eine Geburtstagsparty planen könnt und was ihr da alles machen könnt. Außerdem zeige ich euch noch Rezepte und DIYs für eine Geburtstagsfeier. Fangen wir auch schon mit der Dekoration an. Und zwar habe ich so eine Art Zelt gebaut quasi. Also das ist halt so, da kann man halt reingehen. Und dann liegen da ganz viele Matratzen und Kissen und so. Und ich fand das einfach gemütlicher so. Und ich habe das halt mit Bettlaken gemacht, denn bei Bettlaken ist das sehr praktisch, da ihr die einfach überall dran spannen könnt und ihr müsst sie nicht zusätzlich noch befestigen. Auf den Boden habe ich dann wie gesagt Matratzen getan. Jetzt zeige ich euch, wie ihr euch eine Piñata selber machen könnt und dafür braucht ihr einen Luftballon und Tapetenkleister. Außerdem braucht ihr noch Zeitungspapier oder so. Und dann müsst ihr auch schon euren Luftballon mit dem Zeitungspapier bekleben, überall. Ich glaube, das haben wir alle schon mal im Kindergarten gemacht oder so. Auf jeden Fall macht ihr das dann die ganze Zeit, bis der ganze Luftballon voll ist. Das Ganze macht ihr dann so 3 bis 4 Schichten lang und so sieht das dann aus. Das Ganze muss dann auch 24 Stunden lang trocknen und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Und zwar sieht das dann so aus und es sieht ein bisschen komisch aus. Und zwar müsst ihr dann einfach mit einer Schere oder einem spitzen Gegenstand ein Loch in den Luftballon pieksen und den dann aus dem Zeitungsball entfernen. Und so sieht dann euer Körper vom Einhorn sozusagen aus. Wir machen nämlich eine Einhorn-Piñata. Und dann braucht ihr noch weiße Farbe oder auch irgendeine Glitzerfarbe könnt ihr nehmen. Und damit malt ihr halt alles gut an. Dann müsst ihr euch noch im Internet 2 Einhornköpfe ausdrucken. Und ich habe einfach ein normales Ausmalbild genommen, was ich zurechtgeschnitten habe. Und zwar müsst ihr die spiegelverkehrt ausdrucken. Und dann klebt ihr die auf Pappe oder auf so einen Karton und schneidet diesen dann aus. Und auf die Rückseite von diesem Karton klebt ihr dann den anderen Einhornkopf. Dann müsst ihr das noch so zurechtschneiden, dass das an euren Ballon passt und das klebt ihr dann da drauf. Und dann braucht ihr noch Krepppapier, was ihr so einfaltet und euch dann da so eine Wurst quasi abschneidet und dann schneidet ihr da so Fransen rein. Das wird nämlich sozusagen der Pferdeschwanz jetzt und zwar klebt ihr den dann noch einfach an eure Piñata. So sieht dann die fertige Piñata aus. Ich habe jetzt die typischen Fransen da nicht reingemacht. Und dann braucht ihr natürlich noch Süßigkeiten, die ihr dann in eure Piñata füllt. Und dann könnt ihr sie auch schon benutzen. Dann geht es auch schon weiter und zwar zeige ich euch jetzt Rezepte und Essen für eine Feier. Und zwar zeige ich euch erstmal ein Rezept für einen Kuchen. Die Mengenangaben stehen alle in der Infobox. Und zwar braucht ihr erstmal die Eier. Dazu kommt dann noch der Zucker. Und das Ganze rührt ihr dann schaumig. In einem anderen Gefäß gebt ihr dann das Mehl, die Speisestärke und einen Teelöffel Backpulver. Und das verrührt ihr dann auch miteinander. Jetzt gebt ihr die Backpulvermischung zu der Eiermischung durch ein Sieb und das Ganze verrührt ihr dann auch wieder. So, da muss das Ganze auch schon in eine Springform und ihr müsst die unbedingt einfetten. Ich habe hier so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und dann kommt das bei 160 Grad Umluft für ca. 40 Minuten in den Backofen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal um die Füllung kümmern und dafür braucht ihr Schokoküsse und ihr müsst davon welche in der Mitte durchschneiden. Und zwar geht das am einfachsten, wenn ihr das Messer einfach durchdrückt. Die anderen Schokoküsse müsst ihr in ein Gefäß tun und zwar müsst ihr vorher den Boden entfernen. Dazu kommt dann noch der Quark und das rührt ihr dann erstmal vorsichtig durch. In einem anderen Gefäß schlagt ihr dann die Sahne steif und zwar müsst ihr dazu noch 5 Päckchen Sahne steif geben. Und dann gebt ihr auch schon die Sahne zu eurer Schokokussmischung und ich habe die jetzt ein bisschen zu lang geschlagen, aber es war nicht so schlimm. Und das verrührt ihr dann gut. Nach 40 Minuten kommt dann der Kuchen aus dem Ofen und dann stellt ihr alle halben Schokoküsse reiherum in die Springform. Und da rein kommt dann die Schokokussmasse.
Das war's auch schon und jetzt ist euer Schokokusskuchen auch schon fertig. Ich habe natürlich auch noch andere Getränke und so gekauft. Und zwar habe ich erstmal so Cola und Fanta und so gekauft. Dann natürlich habe ich noch Muffins gemacht und Chips. Außerdem habe ich noch Käsestangen und Cookies geholt. Und dann natürlich noch Gummibärchen und Schokolade. Und natürlich noch das Geschirr, was ich euch die ganzen Deko-Sachen in meinem Geburtstagshaul gesehen habt, wenn ihr euch das anschauen wollt. Und zwar habe ich so ein Buffet gemacht und zwar habe ich dafür einfach eine Holzplatte genommen und die an die Ränder von meinem Bett gestützt. Und in der Mitte habe ich die dann auf einen Hocker gestützt. Damit man das Ganze nicht sieht, habe ich eine rote Decke darüber gelegt. Jetzt zeige ich euch noch Aktivitäten, die ihr an eurem Geburtstag machen könnt. Und zwar habe ich zuerst so eine Kiste genommen und da alle möglichen Bastelsachen reingetan. Die Bastelsachen habe ich bei Teddy gekauft und das war einfach alles Mögliche, was ich so gefunden habe. Und zwar habe ich einfach so eine Box gemacht, damit man sich nicht langweilt und einfach nebenbei etwas machen kann. Und so sieht das dann fertig aus. Ihr könnt natürlich solche Boxen auch mit Nagellack und allem Möglichen machen. Und draußen habe ich dann noch so eine Malecke, sage ich mal, gemacht. Und zwar habe ich das draußen gemacht, weil ja drin die Matratzen liegen. Und auf jeden Fall habe ich da einfach Acrylfarbe und eine Palette und so hingestellt, damit man draußen auch malen kann. Ihr könnt auch eine Fotowand machen und dafür müsst ihr einfach Geschenkpapier oder so als Hintergrund nehmen. Dann könnt ihr noch alle möglichen Deko-Sachen, ich habe jetzt eine Tafel und ein Bild genommen. Oder ihr könnt auch Girlanden und alles Mögliche halt nehmen. Ich habe auf die Tafel jetzt noch was geschrieben, aber ihr könnt das natürlich noch viel schöner machen. Und dann kann es natürlich auch schon losgehen und ihr könnt ganz viele Selfies machen. Und ich musste das jetzt ganz alleine demonstrieren, also ihr macht das natürlich dann zu mehreren. Und ihr könnt ja noch diese Tools dafür nehmen, wenn ihr wollt. Falls ihr eine Motto-Party machen wollt, zeige ich euch jetzt noch Ideen dafür. Und zwar könnt ihr erstmal eine Harry Potter-Party machen. Und dafür gibt es, glaube ich, schon ganz viele Ideen im Internet. Oder ihr könnt euch so eine Schminkparty machen, wo ihr ganz viele neue Sachen ausprobiert. Ihr könnt natürlich auch backen oder kochen an eurem Geburtstag. Oder ihr macht so Challenges nach von YouTube-Videos. Zum Beispiel die Telefon-Challenge oder so. Ihr könnt natürlich auch noch was außerhalb machen. Und zwar könnt ihr irgendwo tanzen gehen mit einem Trainer oder so. Oder ihr könnt ein Fotoshooting machen. Das könnt ihr natürlich professionell machen. Oder ihr macht das einfach so unter Freunden. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.